Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ach, verdammt. Das ist doch ein schöner Anfang. Ich habe vergessen, dass ich ja springen muss. Ja, wir wollten ja gucken, ob wir über den Abgrund drüber kommen. Und das werden wir jetzt sehen. Doch, das klappt. Wunderbar. Wie ich schon letzte Folge bemerkt hatte oder befürchtet hatte, ist Quarodrons Grab keiner der beiden Tempel, die man so schön erkennt, sondern es ist etwas abseits gelegen. Ein kleiner versteckterer Tempel. Oder halt das halt ein Grab. Und deswegen werden wir da jetzt einmal hinlaufen müssen und das Teil dann untersuchen und dann gucken, dass wir mit Quarodron uns einigen können. Was ich aber gerne noch wissen wollte, ist, wie das mit dem Troll hier eigentlich ist. Ich halte mich mal extra links, dass wir nicht zu nah an ihn rankommen, falls er da noch steht. Aber wäre eigentlich ganz nett, wenn wir den noch erledigen würden. Aber ich weiß halt nicht, erst doch da steht er und er hat noch genau so wenig Leben wie vorher. Und er läuft da die ganze Zeit hin, als wolle er irgendwas erreichen, irgendeinen Ort. Ich befürchte nur, dass wir einfach dem gar keinen Schaden machen werden mit unseren Zaubern. Hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert, oder? Ich probiere es einfach nochmal aus. Ja, doch, wir machen Schaden, aber halt in einer Menge, die nicht wirklich relevant ist. Aber es sollte ausreichen. Ja. 500 Erfahrungspunkte. Wir müssen auch noch einen Troll besiegen, ist mir eingefallen. Aber ich hoffe, zu dem Zeitpunkt haben wir dann ein paar bessere Zauber. Das wird sonst etwas nervig und ärgerlich. Ich trinke mal lieber nochmal einen Mana-Trank, weil wir gerade hier doch noch in den wilden Gefilden unterwegs sind und da aufpassen sollten, von wo wir angegriffen werden. Ich gucke einmal gerade auf die Karte, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie ich gehen muss. Aber ja. Okay, wir müssen den Weg erfolgen. Und da auf der linken Seite sieht man ja auch noch ein Schatz und da in die Richtung müssen wir. Aber da links des Tals können wir ihn sehen. Also einfach mal dem Weg folgen, am Eremiten wieder vorbei. Und den Schatz beim Eremiten hatten wir ja schon geholt und den anderen werden wir dann wahrscheinlich auch finden. Das scheint der Weg zu sein. Und dann gucken wir mal, was wir hier finden. Da ist das Lager von dem. Oder nee, das ist jetzt die. Das war ja das, wo die Orks sind. Wobei, wir sind ja genau hier rüber gegangen. Genau. Wir mussten uns ja hier rübermetzeln, vom Eremiten aus gesehen. Interessant, wir hätten doch einfach von den Magiern aus einfach an den Orks vorbeigehen können. Doch, das hatte ich. Habe ich gar nicht gewusst, aber ja, jetzt wissen wir es. Hier ist der Teleportstein. Und dann müssen wir in die Richtung, glaube ich. Und uns da vorne umsehen. Hier sollen auch noch irgendwelche Sachen versteckt sein. Ich glaube hier. Ne, das ist nur eine Nische. Irgendwo soll noch eine Höhle mit einem Altar von Belia sein. Vielleicht über uns da gerade das Teil. Oder da, wo wir gerade. Wo wir hier links irgendwie. Ich bin mir nicht jetzt ganz sicher. Ich weiß auch nicht genau, wo das Grab ist. Ich wollte mich halt jetzt nicht durch eine Lösung durchlesen, gucken, ja, da ist das Grab, okay, dann müssen wir da hin, dann gut. Ich wollte einfach nur einen kurzen Anhaltspunkt haben, wohin wir laufen müssen, damit ich nicht doof durch die Gegend laufe. Aber ansonsten lieber selbst rausfinden. Weil ich das spannender finde. Hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Da ist mir eingefallen, da ist ein Troll, an dem wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen so schnell. Was ist da? Eine Harpie. Mit den Harpien kann ich mich, glaube ich, anlegen. Ja, es klappt wunderbar. Dann sind die nämlich schon mal weg. Ich möchte halt einfach so meinen Rücken quasi decken. Ich kann mal versuchen, den Troll mit irgendeinem beschworenen Viech zu besiegen. Das geht natürlich. So zum, wobei ich keinen Golem mehr habe, weil ich den ja verbraucht habe. Ich kann natürlich ein Unwetter herbeizaubern, was glaube ich auch das sein wird, was ich ausprobieren werde.
Und ansonsten fürchte ich, dass selbst die fiesen Viecher, fast nee, selbst Snapper, wenn ich Feuerbrand könnte vielleicht funktionieren. Das können wir vielleicht auch mal ausprobieren. Ansonsten sind unsere Zauber zu schwach, glaube ich. Großer Feuersturm könnte klappen. Problem ist, dafür brauchen wir 200 Mana. Ich weiß nicht, ob der so lang stillhält. Dafür 300 Schaden. Das könnte wirklich funktionieren. Doch, das wollte ich ja gucken. 207. Das könnte klappen. Dann speichere ich einfach mal gerade ab. Habe ich jetzt den Zauber ausgewählt? Nein, habe ich nicht jetzt. So, speichere ich einmal ab. Und dann probieren wir einfach nacheinander mal alles durch, ob die klappen. Und zwar möchte ich einmal den großen Feuersturm ausprobieren, weil ich das halt nicht kenne. So, schön aufladen. Oh Gott, braucht das lange. Okay, das scheint Maximum zu sein, weil es passiert nichts mehr. Und... Geil. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Also er greift uns jetzt natürlich nicht an. Aber wir können ihn angreifen. Und dann greift er uns auch an. Aber ihr seht, wir machen dem sogar Schaden, wenn wir treffen. Ich treffe nur nicht, weil er immer ausweicht. Er hat nur gerade eben unser unsichtbares Ich gehauen. Ich hoffe, das hat keine Konsequenzen. Okay, ich merke gerade, dass wir nicht viel Schaden kriegen. Das ist vielleicht sogar die beste Lösung. Wow. Wir machen die mehr Schaden als der Hund. Das hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gedacht, dass der Feuerwaran so stark ist. Ich muss zugeben, ich sollte es vielleicht ausnutzen. Eigentlich nicht für die Goblins, sondern eher was da drin uns erwartet. Aber, gucken wir mal. Das ist ein Untoter, den ich nicht anvisieren kann. Ich jetzt gar nicht anvisieren. Ja, das geht. Das ist nicht sehr stark, aber es geht. Und soweit ich merke, macht er uns nicht wirklich Schaden. Das finde ich gerade sehr praktisch. Aber hier ist auch sonst niemand mehr. Okay, dann gehe ich nochmal nach draußen und gucke mich gerade nochmal hier um. Weil irgendwo müsste hier dann auch der Schatz sein, den wir suchen wollten vorhin. Und dann werden wir... ich will einfach gerade mal als Varan hier noch gucken, dass irgendwo noch ein Gegner auflauert. Das wäre einfach kacke, aber ich sehe nichts. Okay. Dann verwandeln wir uns zurück. Haben zwar einen Feuersturm verballert, aber es ist mir jetzt ziemlich egal, weil ich den wahrscheinlich sowieso nicht benutzen würde sonst. Gehen wir da hoch. Ist das hier? Nein, nicht runterrutschen. Nein, es ist... Sagt die Karte irgendwas? Der Schatz ist links. Okay, der ist auf der Seite des Canyons. Dann können wir uns da einfach... den einfach sein lassen und uns hier umgucken. Hier ist ein Gebäude, wo ich reingucken möchte. Den Troll könnte ich natürlich jetzt noch ausnehmen, aber im Endeffekt, den Trollhauer ist jetzt nicht so besonders und ansonsten gibt es uns ja auch nichts. Rechts, links, links, wunderbar. Steintafel der Stärke, alte Steintafel und geweihtes Wasser. Dies ist aber schön. Geweihtes Wasser braucht man, glaube ich, wenn man Paladin ist und sich das Schwert da machen möchte. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe nämlich Paladin noch nie wirklich gespielt. Vielleicht werde ich das auch nochmal irgendwann machen. Allerdings dann, glaube ich, nicht als LP. Höchstens vielleicht mal zwischendurch eine zeigen, so Fortschritt zeigen oder so. Okay, der Zombie hat sich aufgelöst. Hier ist noch das. Ah, eine Truhe. Das ist schön. Geschick. Ich mag es nicht, komische Geräusche zu hören. Ich speichere an dieser Stelle lieber nochmal ab. Und hier liegt noch etwas Besonderes, was es auch nur hier gibt. Nämlich eine magische Armbrust mit magischen Bolzen. Auch hier wieder dasselbe wie bei dem magischen Bogen. Sind die Bolzen weg. Kann man nicht mehr schießen. Aber
Im Vergleich zu Bögen wisst ihr ja vielleicht schon von vorher noch, hab ich bestimmt schon mal erwähnt, dass ja Armbrüste, ich habe es gar nicht ausgerüstet, sich gerade, auf Stärke skalieren, beziehungsweise mit Stärke funktionieren. Und die hat 75 Stärke und macht 200 Schaden. Das heißt, die können wir sogar fast tragen. Und dann könnten wir halt hier 10 Bolzen mit 200 Schaden abschließen. Magischer Bogen hingegen 100 Schaden. Also schon ordentlich das Teil. Noch ein paar Pilzchen. Und ja, ich plündere erst alles, bevor ich jetzt versuche, Quarodron herbeizubeschwören. Zumal hier noch ein Ring liegt, den ich mir gerne angucken würde. Und ich vermute, dass dieser Ring der Ring der Kriegerkaste sein wird. Einfach aus dem Grund, weil Quarodron ist ja der oberste Krieger quasi. Gravitarin ist von nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Ring der Krieger. Und noch einen. Ansonsten irgendwas Spannendes. Erleuchtung, Magie, Eisenhaut. Und dann wird das der sogar wahrscheinlich gewesen sein. Und dann, wenn wir jetzt noch das Amulett davon hätten, haben wir sogar. Können wir natürlich, ich kann das eigentlich mal gerade ausprobieren. Wir haben ja, glaube ich, genug Mana, um alles zu tragen. Wenn wir die Sachen ausziehen, haben wir halt jetzt 187 Mana. Schutz vor Waffen haben wir 50. Wenn wir die Sachen dann anziehen, hätten wir 60. Und 70. Und kommen jetzt auf 90, also mal 20 mehr, was schon ordentlich ist. 183. Aber ich ziehe natürlich wieder das andere an. Priester, Priester, Priester. Kommen wir auf 287, also 100. Das ist schon krass, 100 Mana dadurch zu bekommen. Aber ich glaube, das wurde aber auch mit dem Patch geändert. Weil mein Bruder meinte, man würde irgendwie nur 20 extra kriegen oder sowas, oder 30. Das sind jetzt 10, 20, 30, 35. Und das heißt, wir kriegen 65 mehr. Aber ja. Ich speichere gerade nochmal ab. Ich werde auch gerade mal was testen. Nicht wundern. Nur es hat sich schon öfter, gab es den Fehler, dass wenn man dann jetzt die Waffe ablegt oder so, haben wir jetzt nur noch 187, weil der 100 Mana extra, dass das halt dann irgendwie weg ist, das Mana. Aber es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Gut, dann versuchen wir jetzt, Quarodron zu beschwören. Erscheine mir, Quarodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Es ist doch die Stimme von Xanath, oder nicht? Derselbe Synchronsprecher. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht, während gewährt mit Zugang zum Tempel des Anandos. Jemand ist in den Tempel des Anandos eingedrungen. Was befindet sich? Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jaqen da gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Hä? Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Stell deine Fragen. Ich bin Quarodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Die Priester.
Das glaube ich dir nicht. Ich denke, du kommst erst wieder, wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen. Okay, ich würde sagen, dass wir nicht unsere Sachen sagen müssen, was wir selbst sind, sondern dass wir ihm erklären müssen, wer der Mensch ist, der diese Schriftrolle, diesen Spruch oder so verfasst hat. Die dritte Falle wurde von Quaroron abgebaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Aha. Lauerstein. Kalimon ersann die zweite Falle und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird mit die dritte Kammer reichen. Okay, das ist dann wahrscheinlich dann später noch interessant für uns. Oder? Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblickt. Hm? Okay. Das klingt spannend. Hätte ich die einen noch lesen müssen, glaube ich. Sagt uns die irgendwas. Die Kasse des Kriegers hat den Zorn und unseres Gottes heraufbeschworen. Radamis, der Nachfolger Quarodons, wurde gebannt. Aber seine böse Macht erreicht uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jaqen da getroffen. Was ich mir vorstellen kann, dass wir im Krieger sind, aber Macht der Totenwächter. Erst helfen, wenn ich Zeugnis über mich selbst ablege. Er hat mir einige schwierige Fragen gestellt, die muss ich erst noch beantworten, bevor er mir hilft. Kann man nicht runtergehen? Mir wird auch nichts gesagt. Ich versuch's einfach nochmal. Stell deine Frage. Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Das glaube ich dir. Ich denke, du kommst. Okay, ich will gerade nur einfach überlegen. Stell deine Fragen. Sind wir Gelehrter? Die Magier. Das glaube ich dir. Ich denke. Okay, wir sind also nicht ein Krieger, um den es geht. Wir sind kein Priester, weil wir dieses Amulett des Priesters tragen. Wir sind kein Gelehrter, weil wir eigentlich Magier sind. Wir sind aber auch kein Heiler und kein Totenwächter. Das heißt, das Einzige, was mir einfiel, wäre, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Okay, das heißt, wir müssen wirklich irgendwo die Antworten auf die Fragen herbekommen und... Stell deine Frage. Ich kann jetzt Totenwächter und Heiler noch machen, aber das ist ja beides wahrscheinlich falsch. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Okay. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Das ist ja lustig. Hätte ich doch die ganzen Bücher alle lesen müssen, um das rauszukriegen, oder? Die Heiler, die Feindlichen, Kriegerkaste, die Priester, die Totenwächter, Gelehrten. Okay, nee, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie durch. Also ich glaube, ich werde jetzt einfach erstmal lieber nochmal zu Latoras zurückgehen und ihn fragen, was er dazu zu sagen hat. Die Kriegerkaste. Aber... Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Dein Sohn. Ja. Die Priester. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ich weiß es nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Okay, nee, das ist falsch. Ich weiß nicht, waren die anderen Antworten jetzt richtig, die ich genannt habe, oder nicht? Also, wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Wer kann Quarodron einen direkten Befehl erteilen? Wer ist schuld am Übel, das über... das Volk von Jagd da gekommen ist. Und wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ich glaube, ich habe... das war die letzte Frage auch schon. Ja, ich werde dann jetzt mal Saturas fragen, ob er mir irgendwie helfen kann. Und, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge irgendwie versuchen, das Rätsel hier zu lösen. Und,
Ja, das passiert, wenn man seinen Wecker auf laut stellt, statt nur auf stumm, wie er sonst immer ist. Das war keine Absicht. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr erschreckt. Mich hat es entsetzlich erschreckt. Wie kommt man hier nochmal runter? Ach nee, falsche Seite, darüber. Auf jeden Fall, ja, okay, dann sprechen wir halt mit Sato was in der nächsten Folge. Mache ich das jetzt noch? Ach komm, dann laufe ich jetzt noch schnell hin. Das ist ja nicht weit. Wir sind ja direkt hier beim Eremiten und da ist ja auch direkt dann der Teleportationsstein und dann können wir, wobei, ich glaube, das Gespräch, ah nee, das hebe ich mir für nächste Folge auf. Einfach aus dem Grund, weil das Gespräch dann wieder garantiert ewig dauern wird, bis der mir dann alles gesagt hat, was ich von ihm wissen will. Und ihr kennt das ja. Gerade bei den Magiern ist das immer ganz besonders. Gut, dann werde ich aber einmal jetzt noch durch diesen Stein durchgehen. Durch dieses Teleport-Dingsbums Plattform-Zeugs da durchgehen und hier stehen bleiben. Bis zur nächsten Folge. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Macht es gut.